Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5. Ich habe diese Woche irgendwie jetzt gefühlt mehr Bloons Tower Defense 5 als 6 gespielt. Aber jedenfalls, ich habe vor ein paar Tagen ein Video zu Bloons Tower Defense 5 gemacht. Und da habe ich eine Einheit nicht benutzt. Und das hat ein paar Leute aufgeregt. Und zwar den Bloon-Häcksler. Und deswegen will ich heute mal eine Folge machen, wo wir nur den Bloon-Häcksler benutzen. Und wo Leute dann sagen können, ey Bardor, cool, dass du den Bloon-Häcksler mal benutzt hast. So, komm, wir gehen mal hier hin. Ich mach's mal auf Medium. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Aber ja, ich will den Häcksler ein bisschen platzieren. Weil viele Leute mögen den Häcksler anscheinend sehr und dann will ich auch nicht sagen, nein, kein Häcksler für euch. Dann machen wir den ja hier hin. Dann warten wir jetzt mit dem Häcksler. Jetzt schlüpft er, ja gut. Bisschen verspätet. Komm, ich verkaufe den Ninja. Wer braucht schon Ninjas, wenn er... Der Häcksler geht immer noch nicht. Oh, wow. Lasst mich nicht euer Finanzberater werden. Es endet nicht gut. Es endet nicht gut. So, wie teuer ist ein Häcksler? 750. 400. Okay, nach der Runde. Nach der Runde holen wir den Häcksler. Und ich habe den ja auch noch nicht... Also... Ich habe Bloons Tower Defense 5 jetzt ja nicht so viel gespielt und deswegen besteht die Chance, dass der halt noch überhaupt nicht gelevelt ist und am Ende einfach kacke ist. Ich werde den mal gleich raushauen und dann gucken wir, was wir damit kaputt kriegen und wie gut der ist. Wenn alle Leute wollen, dass ich den spiele, wird der ja höchstwahrscheinlich nicht schlecht sein. So, verkaufen wir und machen den ersten Häcksler. Wir machen den mal taktisch klug. Machen wir, nicht, machen hier vorne. Zack. Machen wir mal da hin. So, der saugt jetzt alle Ballons auf und zerstört die. Sehe ich das korrekt? Falls ihr übrigens auch ein Bloon-Häcksler-Fan seid, Bloon-Chipper, dann könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Wäre auf jeden Fall eine nette Sache. Könnt ihr machen, wenn ihr möchtet, wenn ihr Content zu Bloons mögt, wenn ihr Content zu Brawl Stars mögt, wenn ihr Content zu Captain Tsubasa mögt, wo später noch ein Video zukommt. Da habe ich einen Multiplayer-Modus mal gespielt. Wo ich aber glaube, dass ich gegen Bots gespielt habe, weil das... Ich habe da sehr zerstört und das hat mich ein bisschen verwundert. Vor allem hatte ich zweimal dieselben Spieler. Das hat mich verwundert. Kann sein, dass es Bots waren. Will ich jetzt nicht eine zu große Klappe haben. Ja, okay, der Bloon-Häcksler, der saugt erstmals auf. Aber noch sind wir auch in den leichten Runden. Noch ist klar, dass der alles kaputt kriegt. Interessant wird's halt in den späteren Runden, wenn alles auch ein bisschen stärker ist. Und wir haben ja auch immer noch die Dinos mit am Start, die ja immer noch zu helfen. Beziehungsweise den Radadactyl, der eine Sonnenbrille trägt. So, was kann der Häcksler denn? Was kann der denn? Suck hier, der saugt härter ein. Okay, cool. Lange Reichweite. Long Range Suck. Ja gut, dann auch nicht schlecht. Okay. Okay, nächste Stufe. Okay, der kann auch gepanzerte Ballons dann einsaugen. Machen wir mal. Auf der rechten Seite. Okay. Auf der rechten Seite braucht er dann weniger Zeit, um die Ballons kaputt zu machen. Gut, dann skillen wir das mal gleich. Boom. Jetzt hier links können wir skillen. Dual Blade. Er macht eine Schicht mehr kaputt. Also er macht zwei Schichten, nicht eine Schicht kaputt mit jedem Mal einsaugen. Okay. Jetzt hier eine Schicht. Ja, okay. Wir können ihn noch nicht weiter skillen. Erst ab Level 46? Spiel, ich bin Level 28. Okay, die Stufe können wir schon mal nicht sehen. Also wir können mit ihnen schon mal keine Moabs killen. Das können wir dann schon mal vergessen. Cool. Okay, haben wir das schon mal abgehakt. Aber die andere Skillung ist bestimmt dann nett. Gegen Kleinvieh. Bestimmt. Bestimmt ist die andere Skillung dann nett. Okay, dann machen wir den einen da und den anderen machen wir dann in die andere Richtung. Dass wir ganz viel Kleinvieh damit kaputt machen. Aber gegen die Moabs brauchen wir dann halt echt noch was anderes. Wir spielen bis Runde 65, dann hätten wir Medium durchgespielt. Und ich glaube, da kommen halt ein paar Moabs und ein paar Größe. Also, das ist jetzt nicht kalkuliert. Nicht kalkuliert, okay. Wir können aber hier zweimal skillen und dann skillen wir hier gleich dreimal. Okay. Kriegt der denn überhaupt Erfahrung? Geht das aufwärts? Sehen wir nach der Runde, ne? Weil da fehlt nicht viel. Das sieht nicht... Oh, nee, die saugen alles. Okay, gut, die kommen ja zweimal rum. Es geht ein bisschen hoch, okay. Noch zwei Runden. Noch zwei Runden und dann könnte der Bloon-Häcksler stark genug sein, um rechts auf Stufe 3 zu gehen. Dreifache Verhäckselung einfach. Okay. Ist ähnlich. Nehme ich auch mit. So, machen wir das mal so. Jetzt gehen wir mal so. Jetzt gehen wir gleich mal so, dass der auch Tarnballons angreifen kann. Da kommen wir ein paar zu weit. Hilfe. Ja, drei Häcksler kriegen da schon mal das meiste hin. In welche Runde sind wir? 136, alles gut. In Runde 45 kommt der Moab, da muss ich halt was machen gegen... Oh, gleich levelt es ab. Da muss ich halt was platzieren gegen Moab, also ansonsten kriege ich Probleme. Ein Superaffe wäre da, glaube ich, nicht schlecht. Den ich raushauen sollte in der Nähe... das kommt aber schon sehr weit. Kommt aber schon sehr, sehr weit jetzt alles, ne? Aber Level up, ne? Level up? Level up. Triple Barrels, boah, ja, ja, ja. Das kostet aber 4000. Ja, Moment, dann machen wir kurz noch eine Plantage. Ich denke, drei Plantagen müsste reichen. So, jetzt habe ich ein paar Stacheln platziert, nur um ein bisschen Sicherheit zu haben. Die haben schon ein paar Probleme, die Häcksler, ne? Also da kommt eine Menge durch.
Da kommt eine Menge durch. Also zu den Häckslern, Warbar, die sind voll krass. Weiß ich nicht. Ich kann mir Continue kaufen. Lol. Vielleicht taugt er jetzt ja mehr, aber so richtig krass fand ich ihn jetzt nicht. Ist Twiffle Barrel besser? Kann er jetzt damit richtig zerstören? Aber in so einer zufälligen Runde kaputt gehen? Ja, Twiffle Barrel sieht schon nicer aus, aber auch jetzt immer noch nicht perfekt, ehrlich gesagt. Ich glaube, andere ein. Warum seid ihr so wild auf den, wenn der gar nicht so krass ist? Ne, aber ich habe da oben jetzt 1, 2, 3, 4. Und es kommen Runde 40 eine ganze Menge durch, also. Fühle ich jetzt nicht so. Fühle ich jetzt nicht so. Ich hätte bestimmt Hate. Bardo, das ist die beste Einheit im Spiel. Du musst ihn halt so skillen, dass er auch Moabs einsammeln kann. Ja, vielleicht. Vielleicht, ja gut, ich muss noch da oben was platzieren. Safe Call. Wir machen mal die Kanone. Welche Runde sind wir? Wir sind in Runde 41. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir müssen halt gleich echt was gegen die Moabs machen. So. Ich kann jetzt alle Tarnballons angreifen. Alles gut. Aber ich brauche, glaube ich, noch einen Superaffen. Ich werde weiterhin Hexler spammen. Aber ich weiß nicht. Nachdem ich jetzt so viel Lob gehört habe in den Kommentaren, denke, boah, das ist die beste Einheit. Weiß ich nicht. Fühlt sich hier aktuell nicht so krass an. 300 Schaden, 1800, 2000. Und die Kanone hat 1700 Schaden gemacht. Und ich habe die halt erst vor ein paar Sekunden platziert. Also vor ein paar Runden. Also Weiß ich nicht, Leute. Kann sein, dass ihr es ein bisschen aufgehypt habt, weil ihr die Einheit cool findet. Kann auch sein, dass die halt stark ist, wenn die halt auf der Stufe 4 ist. Und Moabs einfach einsaugen kann. Weil ich glaube, das ist halt das, wo die Einheit richtig glänzen kann. Und so glänzt sie halt noch nicht so richtig krass. Aber ja. Superman hat den Moab kaputt gemacht. Und der hat ein bisschen gesaugt. Aber 2000 Schaden. Also, der Bombenturm hat das aufgeholt. Ohne viel Mühe. So, Runde 49. Ich finde generell Blue Soul Defense 5 im Herzen leicht. Weil du kannst sehr viel noch korrigieren, wenn du halt Probleme hast. Kannst du einfach die Nägel platzieren und sowas. Also hast viele Möglichkeiten einfach noch auszugleichen, wenn du mal Kacke gebaut hast. Was ich nicht schlecht finde. Also schon cool. Die machen den Moab kaputt und der Hexler saugt einfach dann alles ein, was da rauskommt. Das ist eine ganz gute Kombination. So, kann ich mich nicht beschweren. Finde ich in Ordnung eigentlich. Aber nachdem ich so viel Lobpreisung gehört habe, dachte ich halt, das ist die krasseste Einheit aller Zeiten. Wenn ich die Einheit einsetze, dann werde ich explodieren vor Überraschung, wie gut die ist. Aber nee, noch ist nichts explodiert. Es sei denn halt der Schaden vom Bombenturm mit 6000 fast. Der ist relativ hoch. Ich habe es hier so platziert, damit ich in der oberen Reihe noch was platzieren kann. Und unten, wir machen mal epische Reichweite. Okay, ja, der kommt ein bisschen zu weit. Ich verbessere gleich den Superaffen nochmal. Ey, der Superaffe bleibt für mich der beste Affe im Bloons Tower Defense 5. Mit Abstand. Der ist einfach so wertvoll. Du kannst mit denen. Oh, ich gehe vielleicht kaputt diese Runde. Nee. Okay, kaputt gekriegt und der Hexer hat eingesaugen. Und der Bombenturm hat betäubt. Bombenturm 6000 Schaden. Superaffe 11.000, hier ganz bisschen Schaden nur. Aber ich gehe davon aus, wie gesagt, auf Stufe 4 ist der bestimmt krass. Und habe ich halt noch nicht auf Stufe 4 gesehen. Ich denke, das wird der Unterschied sein. So, weil mit so einer Menge Häcksler, ich denke, das geht in Ordnung. Ja, für Runde 60 brauche ich aber gleich noch einen Superaffen. Weil dann kommt ja noch ein stärkerer Ballon. Und da bräuchte ich, glaube ich, dann schon noch ein bisschen was Stärkeres. Machen wir es mal so. Der Superaffe im Bloons Tower Defense 6 ist meistens ja mehr so Bonus, weil der ist zu teuer meistens, wo du sagst, okay, das bringt was, den zu platzieren. Aber hier im Spiel macht es, finde ich, immer Sinn, den zu platzieren. Es gibt ja keine Runde, wo ich jetzt gesagt habe, oh Mann, den Superaffen, den brauche ich gar nicht. Nee, der fühlt sich immer so an, als ob ich den extrem brauchen würde. Geh kaputt. Sehr gut. Noch 5 Runden und wir haben die Map auf Mittel geschafft. Okay, sobald der Sonnengott draußen ist, hast du im Grunde alles geschafft. Dann gibt es keine Probleme mehr im Leben. Dann bist du quasi durch. Ich denke, ich spiele aber noch weiter bis Runde 70, weil es einfach eine schönere Zahl ist, meiner Meinung nach. Also, Stufe 4 kriege ich da auch erst auf Runde 46. Oh, Moment, ich will es lesen. Ja, danke für Silber. Danke. Okay, der tötet auf der rechten Skillung alles, was kein Moab ist. Und auf der linken Skillung killt er alles, was ein Moab ist. Aber wisst ihr, was auch alles killt? Egal, ob es ein Moab oder nicht ist. Der Tempel. Beziehungsweise der Superaffe. Der zerstört einfach alles. Welches Level haben wir denn? Level 30. Ja, ich habe U-Boot, denn das Schiff habe ich Stufe 4 freigespielt, ne? Na okay. Ich glaube, ich kann das Stufe 4 bringen. Er braucht nur mehr Erfahrung. Dann machen wir auch mal hier das U-Boot weg. Okay, aber wir könnten vielleicht das Schiff auf Stufe 4 kriegen. Was kriegt ihr dann für eine Fähigkeit? Ah, die Piloten hatte dann. Ah, okay. Das will ich noch sehen. Weil das haben wir ja, glaube ich, freigespielt. Hatten wir vorhin gesehen auf Level 30, dass ich Schiff auf Stufe 4 freigespielt habe. Okay, wir sind jetzt fast in Runde 80 und der Fortschritt ist jetzt nicht unbedingt gigantisch.
Er existiert. Aber ich glaube, ja, wir brauchen ihn noch ein bisschen. So, Runde 80 ist aber ganz cool. Weil, oh, da passiert... Ach nee, es ist ja komisch hier, stimmt. In Runde 85 kommt der, ne? Vielleicht haben wir das ja vor Runde 85. Ich muss jetzt halt nichts verbessern. Können wir mal den Schaden gucken. Er hat 25.000 gemacht. 900, 900, 46.000, 19.000, 4.000. Ja, ich weiß nicht, warum ist er auf den Abfahrt? So krass ist der nicht. Zumindest nicht auf Stufe 3. Kann sein, dass die Einheit auf Stufe 4 unfassbar geisteskrank ist. Aber bis dahin, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dieser Einheit, nachdem ich so viel Gutes gehört habe. Weil meine Kommentare waren voll mit Bardor, das ist die beste Einheit. Platziere die doch mal. Ja, okay, habe ich gemacht. Bin enttäuscht. Meine Enttäuschung ist riesig und mein Tag ist ruiniert. Ist er nicht, aber ihr kennt die Meme hoffentlich. Ja, haben wir gleich. Wir haben es wahrscheinlich sogar wirklich in Runde 85. Come on, come on, come on, come on. Verbesserung, Verbesserung. Eine Runde fehlt noch. Okay, jetzt kommt der Zom, den wir aber wahrscheinlich easy wegfetzen werden. Ja, der ist schon zerkrüppelt. Zerkrüppelt, ja. Ich habe 36.000, ich könnte auch noch was verbessern. Aber es ging so klar. Okay. Haben wir die Verbesserung. Jupp. Kostet 13.500. Und von da fliegen jetzt... Yo! Die fliegen ein bisschen anders als im Bloons Tower Defense 6. Aber am Herzen ist es dasselbe. Wie ist denn der Schaden davon? Ja, doch. Der führt sich dafür 13.000 ausgegeben ab. Weil, na gut, aber haben wir das auch mal gesehen? Ja, es gibt jetzt nichts, worauf ich hinspielen kann, weil Runde 100 ist quasi eine ganz normale Runde. Ich platziere jetzt, weiß ich nicht, oh, wir gehen Game Over, oder? Wäre auch okay, wäre auch okay. Ich verbessere eine Einheit für 13.000 und in der Runde gehen wir Game Over. Ja, die macht halt fast keinen Schaden gerade. Wir gehen mal kurz ins Hauptmenü, denn da kann ich mir auch noch was angucken, was ich noch nicht gesehen habe. Denn man kann hier dahin klicken, glaube ich. Und da kann ich für Münzen einzelne Dinge verbessern. Wie zum Beispiel mein Anfangsgeld kann ich einfach... Das sind quasi wie das Affenwissen. So, ich habe jetzt mehr Anfangsgeld. Was kann ich noch verbessern, was cool ist? Oh, ich habe kein Geld mehr. Aber Anfangsgeld ist, glaube ich, auch schon was ganz Cooles, wo man rein investieren kann. Okay, cool, da würde ich aber sagen, Leute. Ich habe den Häcksler mal probiert. Ich muss sagen, ich hatte mir mehr erhofft. Der hat schon seinen Sinn gehabt. So, der hat halt viele Ballons beschäftigt mit dem Einsaugen. Und das war halt nicht schlecht. Aber nach dem Hype habe ich halt Messi erwartet. Und am Ende des Tages habe ich halt... Wer ist ein guter Fußballer, der aber nicht übertrieben krass ist? Und habe am Ende halt... Und habe am Ende Christoph Kramer gekriegt? Das ist eine Referenz, die macht gar keinen Sinn. Jedenfalls, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Bloons Tower Defense 5. Etwas später oder morgen früh kommt dann ein Video zu Captain Tsubasa. Und dann würde ich mal sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.